Tobi, kennst du ein paar Easter Eggs zum Thema Jurassic Park oder auch Jurassic World, die man so noch nicht gehört hat oder noch nicht kannte? Diese Nachricht hat mir der oder die liebe Moonstick geschickt und das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich weiß natürlich nicht, welche Infos ihr schon kennt oder welche Easter Eggs ihr schon kennt. Allerdings kann ich hier auf etwas ganz Spezifisches eingehen, was euch vielleicht auch sehr viel Spaß machen wird. Es gibt nämlich einige Easter Eggs im gesamten Jurassic-Kosmos, die sich auf andere Filmfranchises beziehen. Unter anderem Peter Pan oder eben auch Godzilla und Kong. Und genau diese Stellen können wir jetzt hier im Video mal besprechen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Okay, ihr Lieben, wir beginnen einfach mal chronologisch nach den Filmen mit den verschiedenen Anspielungen zu anderen Franchises, die wir eben jetzt hier gegeben haben. Es werden gar nicht so viele sein, zumindest sind das jetzt die, die mir einfach gerade grob in den Kopf kommen. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare andere Easter Eggs oder auch Verweise reinschreiben, die von Jurassic Park, also eben von den Filmen von Jurassic Park und Jurassic World, auf andere Filme selber noch hinweisen. Beginnen wir einfach mal mit einem der wohl offiziellsten oder mit den offensichtlichsten, nicht offiziellsten, mit den offensichtlichsten Anleihungen an ein anderes Filmfranchise bzw. an einen anderen Film. Das Ganze war damals noch nicht als Franchise gedacht gewesen. Und zwar ist das direkt am Anfang von Jurassic Park, wo wir sehen, wie Ellie Sattler, Alan Grant und Ian Malcolm zusammen mit Donald Gennaro durch das große Jurassic Park Tor durchfahren. Und Ian Malcolm sagt dann daraufhin: Was haben die hier eigentlich zu bieten? King Kong. Das ist natürlich eine kleine Referenz an King Kong. Mag erstmal sehr plump rüberkommen, wenn man sich jetzt auch denkt, na Tobi, das ist keine Referenz, der sagt ja sogar King Kong. Tatsächlich haben wir allerdings, bleiben wir einfach gerade nochmal beim Thema King Kong, in kommenden Filmen eine weitere Referenz zu King Kong selber. Ja, in Jurassic Park 2, also The Lost World Jurassic Park, sehen wir ja, wie Roland den männlichen T-Rex betäubt. Der wird daraufhin auf ein Schiff gebracht, bricht dann eben später auch aus und landet in der Stadt. Diese gesamte Szene ist eine gewaltige Referenz an King Kong. Daran zu erkennen, dass das Schiff, mit welchem der T-Rex von Isla Sorna nach San Diego gebracht wird, ebenfalls SS Venture heißt. Das ist der Name des Schiffes, mit welchem auch Kong damals von Skull Island nach New York gebracht wurde. Das heißt, SS Venture ist exakt derselbe Name, sowohl in The Lost World Jurassic Park 2 als eben aber auch in King Kong. Das ist eine weitere Referenz und ja, man muss dazu vielleicht auch erwähnen, dass Steven Spielberg ein riesiger Kaiju- und Titanen-Fan ist. Zumindest Kaiju-Fan. Was er vom Monsterverse hält, weiß ich nicht. Wäre ich mal sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall respektiert und liebt Steven Spielberg sowohl die alten Toho-Filme von Godzilla als aber eben auch die alten Kong-Filme. Das können wir des Weiteren ebenfalls noch an The Lost World Jurassic Park 2 sehen, wenn wir dann eben unseren T-Rex haben, der dann von der SS Venture abgehauen ist und in San Diego sein Unwesen treibt. Wir sehen dann später noch, wie genau dieser T-Rex eine Gruppe von Asiaten jagt. Die drehen sich dann zu ihm um und reden irgendwas auf Japanisch und wir als Zuschauer bekommen da aber auch keine Übersetzung. Allerdings gibt es diese Übersetzung selbstverständlich aus dem asiatischen oder eben aus dem japanischen Raum. Eine dieser drei Personen sagt zu den anderen beiden: Verdammt nochmal, deswegen bin ich doch eigentlich aus Tokio geflüchtet. Was eine Anleihe daran ist: Mann, in Tokio haben wir doch Godzilla, ich bin jetzt extra nach San Diego geflüchtet und jetzt bekommen wir quasi denselben Kram nochmal. Und ja, die gesamte T-Rex in San Diego Szene ist ebenfalls eine Liebe von Steven Spielberg für Monsterfilme. Diese Szene war auch im ursprünglichen Skript zu Jurassic Park 2 noch überhaupt nicht eingeplant gewesen. Das haben sie sich erst während dem Dreh zum Film überlegt, dass sie das noch damit reinbringen wollen. Aus diesem Grund ist auch Nick Van Owen später nicht mehr dabei, weil der Schauspieler nichts von dieser Szene wusste und deswegen eben, naja, schon anders verbucht war und einen anderen Film gemacht hat. Die ganze Nummer mit Nick, da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, das habe ich dir mal da oben verlinkt, das kannst du dir ganz gerne mal anschauen. Des Weiteren haben wir dann noch Jurassic Park 3 mit dem ultimativen Monster, dem Spinosaurus. Auch hier könnte man sagen, ja, der Spinosaurus ist vielleicht auch einfach nur so aggressiv, weil es eine Anlehnung an Monsterfilme ist. Das mag vielleicht irgendwie mit reinfließen, das weiß man aber eben nicht. Was man allerdings weiß ist, dass eine der Grundideen für den Spinosaurus oder eine bestimmte Szene eine Grundidee für ein Easter Egg gewesen ist, das auf Peter Pan hinweisen soll. Und wer von euch kann es erraten? Welche Szene ist das? Ja, genau, die Szene, in welcher das Handy
im Bauch des Dinosaurus klingelt? Übrigens auch eine sehr interessante Frage, die ihr mir auch gestellt habt. Wer ruft da eigentlich gerade an? Mit dieser Frage werde ich mich auch nochmal beschäftigen. Mal gucken, ob ich da irgendwas rausfinden kann. Auf jeden Fall ist die Szene mit dem Handy, das im Bauch des Dinosaurus klingelt, ein Easter Egg in die Peter Pan-Richtung, wo wir ja das Krokodil haben, das Hook immer wieder jagt. Und das hat ja dieses Ticken, das hat ja diese Uhr im Bauch. Und da hören wir immer dieses Tickgeräusch. Und das sollte eben das hier sein. Und den letzten großen Verweis macht hier Jurassic World Dominion. Ja, tatsächlich genau der Film, bei dem ich mich persönlich sehr schwer gehabt habe, alle Tode aus dem Film aufzulisten. Um da ein Ranking draus zu machen, musste ich mir ja wirklich sehr viele Tode einfach irgendwo rausziehen, wie zum Beispiel Passant A wird da wahrscheinlich zertreten, Passant B wahrscheinlich auch da hinten. Ich habe dir mal mein gesamtes Ranking ebenfalls da oben in der Infocard verlinkt. Schau es dir einfach mal an. Hier hatten wir auf jeden Fall ebenfalls über den Tod einer Heuschrecke gesprochen. Und ich weiß, hier sterben ganz viele Heuschrecken, weil Jurassic World Dominion, da geht es sehr viel um Heuschrecken. Auf jeden Fall haben wir hier ebenfalls noch ein weiteres Easter Egg zum Thema Godzilla versteckt. Und zwar der Moment, in welchem Ian Malcolm diesen Stab nimmt, sich eine Heuschrecke aufspießt und danach dem Giganotosaurus diesen Stab ins Gesicht reinwirft, beziehungsweise ins Maul reinschmeißt. Und daraufhin fängt dann der Giga auch an, plötzlich Feuer zu spucken. Die Szene kommt ein bisschen absurd rüber, weil es irgendwo auch ist. Es macht keinen Sinn, dass da plötzlich dieser Feuerstrahl bei rauskommt, auch wenn das Vieh brennt. So läuft das eben einfach nicht. Das hier ist aber laut Colin Trevorrow selber einfach eine Anleihe an Godzilla gewesen und an seinen Atomic-Strahl, also an den Atomic Breath. Das wollte man eben hiermit nochmal mit reinbringen, als eine Verneigung vor Steven Spielbergs Liebe zu den Monsterfilmen. Was irgendwie ganz nett ist, es ist nur ein bisschen blöd umgesetzt, aber das ist ja dann somit das Ding. Aber eine Referenz habe ich sogar noch für euch. Wir sind noch gar nicht fertig. Das fällt mir jetzt gerade auf. Eine Referenz, die euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, die aber auch von Colin Trevorrow selber bestätigt wurde. Und das muss man dem Mann zugute führen. Ja, er gibt eben einfach zu, was Referenzen sind. Warum auch nicht? Referenzen sind meistens Verneigungen oder ähnliches vor Dingen, die man eben einfach mag. Er mag die Stelle, in welcher der Giganotosaurus seinen gewaltigen Kopf durch die Scheibe dieser Aussichtsplattform hindurch durchstreckt und dann unsere Helden angreift, ist ein Easter Egg, das an Dino Crisis erinnern soll. Tatsächlich, ja, hat Colin Trevorrow über X bestätigt, dass man sich hierbei Dino Crisis und den ersten Auftritt des T-Rex als Hintergrund genommen hat, um das Ganze umzusetzen. Deswegen haben wir dann auch später eine Szene, in welcher, es war glaube ich Owen, mit einem Messer an das Tier rangeht und dann auf den Giga einsticht mit dem Messer. Auch das kommt wieder sehr blöd rüber im Film, war aber eben einfach eine Verneigung vor dem Dino Crisis Franchise. Mitunter auch eine der geilsten Szenen aus Jurassic World Dominion. Und ich werfe hier einfach mal ganz kurz so meinen Gedanken in den Raum. Colin Trevorrow, wenn du Bock hast, so einen Film zu machen über Dino Crisis, da würde ich sogar sagen, mach das. Ich fand die Szenen, wo er sich bestimmte Dinge genommen hat und daran angelehnt hat, die haben dann doch eigentlich ganz gut funktioniert. Unter anderem war das schon ein ziemlich cooler Moment, der an Dino Crisis erinnert hat. Und wie gesagt, es gibt im gesamten Jurassic Franchise noch weitere Easter Eggs und eben Anleihen. Ich habe jetzt einfach die hier nur rausgesucht, weil das hier mit dem Kanal eben auch schön zusammenhängt und wir jetzt hier die Jurassic-Geschichte auch mit Godzilla ein bisschen vereinen können, plus eben noch Dino Crisis passt ja auch super dazu. Und ja, ich hoffe, das war okay. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit ein bisschen besser beantworten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ihr Lieben, schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Alles, was ihr über das Franchise wisst, alle Fun Facts, alle Easter Eggs, alles in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.